Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Das letzte Mal haben wir irgendwie Zeug aufgeräumt. Sachen, die wir noch nicht hatten. Dazu gehört, dass wir den Mondturm erklommen haben. Hier. Ein PvP-Gebiet von den Bellbros. Und dort haben wir einen Ring gefunden, den wir noch gar nicht angeguckt haben, was der kann. Das machen wir jetzt mal zu allerallererst. Und zwar war das der Ritualring des Südens. Da. Erlaubt die Aufnahme zusätzlicher Zauber. Das ist natürlich für uns uninteressant. Für einen Zaubercharakter aber ganz interessant, weil mehr Zauber heißt längeres Überleben, mehr Schaden und so. So, hier waren doch überall Spinnen gehangen, genau. Ach, deswegen konnten wir so schlecht rollen, weil wir den Bogen noch in der Hand haben. Muss ich mal dran denken, weil das Gewicht von dem Bogen reicht aus, dass unser Rollen echt schlecht wird. So, und ich möchte dieses Viech da hinten. Ich bin irgendwie dem geneigt, dem in den Rücken zu schießen. Weil das sah nach einem Zauberer aus für mich und das wollte ich dann doch vermeiden, dem gegenüber zu stehen gleich. Kommen die Spinnen? Jawohl. Rums. Triple Kill. Lebt noch eine? Nö. So schnell kann es gehen. Drei Spinnen, vier Spinnen weg. Zwei Schlägen. Wir sind jetzt da, wo Zeldora richtig losgeht. Zeldora ist ein einziges großes Labyrinth. Muss man ja echt so sagen. Da hätten wir, glaube ich, runterfallen können am Anfang. Wir sind außen rumgelaufen. Außen rumlaufen ist natürlich immer besser. Und dadurch, dass hier noch Spinnen an der Wand hängen, werde ich auf jeden Fall meine zwei schwächeren Waffen und den Bogen ausrüsten. Was meine Belastung viel niedriger lässt, als wenn ich nur das Großschwert und den Bogen ausrüste. Aber dann kann ich nämlich hier die Spinnen auch noch von der Wand schießen, ohne dass die mich überraschen können. Und das ist doch auch immer ein ganz großer Vorteil. So, und hier kann man Seilbahn fahren. Wenn man auf der Seilbahn getroffen wird, ist man sofort tot. Sehr spaßige Sache. Super, ich habe alles verfehlt. Eine sehr spaßige Sache, weil die Seilbahnen werden oft von Fernkämpfern beschützt. Spinnen sind hier keine, okay. So, hinter der kleinen Tür erwartet mich wahrscheinlich ein Gegner. Und da unten im Dunkeln auch. Und hier erwartet mich ein Drop. Kohle, Alter, was? Ein Harz, kohlehaltiges Harz. Wahrscheinlich ein Feuerharz. Na, Gegner? Hallo? Kein Gegner? Doch, eine Spinne. Hinter der... Haha. Ich bin Hellseher. Okay, die Spinnen können da durch, ich nicht. Was sagt die Nachricht? Zwerg wird benötigt, ja, wie immer. Dann mache ich aber mal hier kaputt. Und schau, ob es hier irgendwelche... Wow, ist das fies. Eine versteckte Spinne hinter einer Tür. Und nichts. Keine Belohnung. Gar nichts. Dafür. Das ist natürlich echt krass. So, da kriegen wir mal wieder eine Fackel. Wir haben ja noch nicht genug. Wir haben 2 Stunden. Und ich erwarte so langsam echt, dass die ersten Fernkämpfer auftauchen. Weil ich glaube, einen haben wir ja weggeschossen, bevor er irgendwas machen konnte. Spinne tot. Spinne tot. Halt, verfehlt. Jetzt. Uah. Ih, was ist das denn? Das ist keine Spinne. Das ist eine... Ein Arachno... Arachnomann. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Sorry dafür. Okay. Ich will noch nicht darunter fallen. Ich weiß ein bisschen, was da kommt. Ich kenne da ein, zwei Gegner.
Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber ich glaube, ich muss. Ich glaube, ich muss, weil es gibt keinen echten weiteren Weg mehr. Jetzt will ich mir nur die passende Stelle zum Runterfallen, wo ich noch nicht ganz unten land. Ah, guck mal, da ist so ein Fernkämpfer. Und da ist ein Weg, wo es reingeht. Hä? Komm ich da rein? Uahaha. Nicht fallen, bloß nicht runterfallen. Da geht's rein. Ein Glück habe ich den Ring mit dem erhöhten Stackern von Gegnern. Weil ich glaube, sonst könnte ich die nicht so schön stunlocken. Alter, der hat noch angegriffen, nachdem er tot war. Und ein Hebel. Was auch immer dieser Hebel jetzt wieder macht. Ah, da hat er eine Plattform runtergefahren. Das ist doch nett. Muss ich aber rüberspringen. Ja, ich muss irgendwie rüberspringen, weil mit Laufen reicht's nicht. Ich muss die Treppe hochsprinten, dann kann ich da oben springen. Genau so. Keine Falle. Ritualband des Südens plus 1. Das heißt, wir haben jetzt gerade vorher das Normale bekommen. Jetzt haben wir noch ein plus 1 bekommen. Wo wahrscheinlich mehr Zauberslots rumkommen dabei. So, ich habe da eine Spinne hängen sehen. Da unten liegt noch eine. Ich glaube, die ist schon tot. Ha, hat funktioniert. Ich konnte sie treffen. Ist diese Spinne tot? Ja. So, wo taucht der Gegner auf, vor dem ich am meisten Schiss in diesem Bereich habe? Erstmal diese Spinne noch töten. Ich glaube, ich verpasse gerade einiges in dem Gebiet. Ist mir aber auch egal. Okay, kein Gegner. In der alten Edition wären jetzt hier 3, 4 Gegner gleichzeitig aufgetaucht, die alle auf mich einprügeln. Mich interessiert in dem Gebiet gerade relativ wenig von dem, was man so hier bekommen kann. Außer, natürlich, unserem neuen Waffenschmied Ornifex. Zu Ornifex möchte ich natürlich. Soweit ich weiß, war Ornifex relativ nah an einem Leuchtfeuer. Das heißt, das Leuchtfeuer will ich auch. Ist ja logisch. Noch mehr Fackeln. 2 Stück. Bösewicht. Ah, weil ich den Tisch kaputt gemacht habe. Ah, guck mal. Ich glaube, die lassen sich nicht backsteppen. Oh, da fällt man runter, wenn man so oft angreift. Genau so. Und jetzt kommt er nicht mehr hoch. Das heißt, ich kann ihn anvisieren und abschießen. Oh, da ist der Gegner, den ich erwartet habe. Ein Basilisk. Große Titanitscherbe, sehr cool. Okay, den Basilisk habe ich nämlich irgendwie früher erwartet. Ah, der findet auch den Weg. Aber das reicht ihm nicht. Prismastein, okay. Können wir den Vögeln geben. So, jetzt der Basilisk war hier. Ich weiß noch nicht mal, ob das ein echter Basilisk ist, der uns auch versteinern kann, weil dem die Knubbel fehlen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Lieber schnell töten, bevor irgendwas passiert. So, das heißt, hier sind wir jetzt eigentlich fertig in diesem Raum. Jetzt machen wir die andere Seite. Gehen wir mal hier rein und schauen, was hier los ist. Erstmal ein Drop. Wo ist der Gegner, der es beschützt? Titanit Brocken? Da sage ich nicht nein. Oh, ich habe das Skelett kaputt gemacht. Schwäche Leben? Ich habe versagt. Hm, lebt die? Die hat sogar noch gelebt. Das war dann ganz gut, dass ich da nochmal drauf geschossen habe. Zu schwer zum Öffnen. Aber man kann sie einschlagen. Au!
Mit einer dicken Explosion öffnet sich die Tür. Und hier geht's weiter. Enger Tunnel, enger Gang, verschlossen. Und die kann man nicht aufschlagen. Der Schlüssel fehlt uns. Und wir haben auch noch keine Ornifex. Und wir sind schon hier. Das ist mir ein bisschen zu weit. Wenn man da durch die Stacheln läuft, bekommt man dauerhaft Schaden, wie man an den Gegnern sieht. Das heißt, die sind schon sehr vorgeschwächt, bevor man überhaupt mit denen einen Kampf anfängt. Aber es sind auch nur Bauern. Da muss man keine komplexen Taktiken anwenden, zum Glück. Hoffen wir mal... Ist alles so wie früher? Und ich weiß nicht, ob ich die Drops da möchte. Ob ich da mein Leben für riskieren will. Ich lauf mal rein. Ich gehe mal rein. Okay, auch wenn man geht, bekommt man Schaden. Dann renne ich tatsächlich durch. Und wenn man stehen bleibt, bekommt man Schaden. Und die Drops waren wirklich nicht sehr lohnenswert. Okay, man bekommt in jedem Fall, wenn man sich in den Stacheln befindet, bekommt man Schaden. Gut zu wissen. Die Info werden wir wahrscheinlich gleich brauchen. Nächstes Spinnentor. Spinnen an den Wänden. Verfehlt. Da habe ich falsche Reihenfolge gedrückt, deswegen... Oh Gott, das sind so viele Spinnen. Und da haben wir sie angelockt. Aber noch eine erwischt. So, jetzt blocken. Zwei weg. Aua. Zwei Treffer. Jetzt läuft sie weg. Und das war die Spinnenarmada Numero Uno. Ich glaube nämlich, da sind noch welche. Jawohl. Ah, da kommen sie gerade. Falsche Waffe. Ah, nehmen wir halt die Axt. Die Axt tötet die nicht sofort. Doch. So, jetzt will ich die über der Tür. Und die über der, an der Wand noch abschießen. Und ist der Raum jetzt spinnenfrei? Nein. Da ist noch eine. Und hier sind... Schlüssel wird benötigt und dann Fackel wird benötigt. Schlüssel haben wir keinen, schade. Finstergeist voraus, Finstergeist voraus. Ja, den habe ich nämlich erwartet. Auf den Finstergeist habe ich gewartet, deswegen nehme ich erstmal die Tür hier. Da ist nochmal so ein Spinnenmensch. Gehen wir erstmal hier hoch. Fackel wird benötigt. Echt jetzt? Mhm. Ich könnte jetzt da runter hüpfen, aber da ist verdammt dunkel. Und... Ach, das ist schon... Oh, ich bin schon hier. Da bin ich schon viel zu weit, meiner Meinung nach. Da will ich noch nicht sein. Ich will den Schlüssel. Ich weiß nicht, wo ich den Schlüssel herkriege, den ich hier brauche. Vielleicht ist da der Schlüssel. Mal gucken. Der hat eine Spitzhacke. Und blockt nicht. Wow, aber haut ganz schön kräftig und oft zu. Jetzt blockt er. So, und jetzt wieder rückwärts weg. Ah, der hat ein Schweineschild. Das heißt, er könnte Zauber blocken. Aber er ist besiegt. Eine beliebte Taktik bei dem ist tatsächlich, den zu den Stacheln zurückzulocken und dann immer durch die Stacheln zu laufen. Super, das hat sich sehr gelohnt. Zum Glück brauchen wir so eine Taktik nicht, sondern wir können ihn einfach killen.
Seele eines Helden im Goldharz ist dann... Dach, da hinten ist noch was drin. Ich dachte doch, da müsste noch auch noch was sein. Giftpfeil, yay. Das ist mir alles ein bisschen zu weit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vermisse noch ein Leuchtfeuer. Ich vermisse eigentlich noch ein Leuchtfeuer. Und das sieht irgendwie komisch aus. Das, von der Seite sieht man es ein bisschen besser. Das ist Spinnennetz. Spinnenseide. Ich weiß noch nicht mal, ob der Weg hier der optionale oder der richtige ist. So, auf der Spinnenseite kann man laufen, aber langsamer. Und während man hier rumläuft, werden natürlich auch Spinnen angreifen. Wie soll es anders sein in einem Spinnennetz? Und zwar von allen Richtungen. Oben, unten, links, rechts, vorne, hinten. Wo man natürlich entsprechend aufpassen muss, dass man nicht einfach überrascht wird. Vorsicht vor Insekt. Ja, die hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Nö. Eine Fackel. Wir könnten ja eigentlich einen unserer Flammenschmetterlinge verwenden, um uns spontan Licht zu machen. Aber ich bin immer geizig. Versucht rollen, ja. Pharos Wahrheitsverkünder. Nice. Haben wir keine mehr gehabt. Da ist ein Blutfleck. Als wäre das so nicht zu sehen, dass da eine Spinne auftaucht. Die Beine habe ich gesehen. Ah, die ist schon tot, okay. Die Beine sehen können, das war keine Falle. So, ich sehe da unten Gegner mit Fackeln. Und ich sehe Spinnen ohne Ende. Oh Gott. Hab dich. Hab dich. Ausdauer, please. Hab dich. Ich glaube, das waren alle. Ne, da unten läuft noch was. Schimmernder Lebensstein. Da geht's nochmal irgendwo hin. Da geht's nochmal irgendwo hin. Geht's denn da hin? Da geht's an der Stelle, wo man hin und her hüpfen kann. Da hinten könnte was sein. Ich hüpfe mal hier lang. Sinnlos. So, jetzt nochmal den Sprung riskieren. Auch sinnlos. Hm, shit. Aber man sieht von hier aus... Ah, wartet mal. Kann von hier aus hier rauf fallen. Weil da hinten ist noch ein Item. Und es ist auch eine ganz coole Schützenposition. Dämmerungskraut. Gut, brauchen wir eigentlich auch nicht so. Und da kommt Spinn und der Bauer kommt auch mit. Der war knapp. Ah, da ist noch eine. Noch eine Fackel. Okay. Das ist krass, wenn man da plötzlich irgendwelche Beine irgendwo sieht und denkt sich, okay, ich glaube, ich greife mal lieber an. Einfallspinsel, Gewürz. Die Nebelwand ist mir auch zu extrem gerade. Das möchte ich noch nicht machen. Könnt ihr sicher verstehen. Vorsicht vor Lochdickwanst. Ach so, dass man da nicht durch kann. Eine Rosturne, was auch immer eine Rosturne jetzt wieder macht. Da ist noch eine Spinne. Falsche Richtung. Okay. Wir haben kein Leuchtfeuer. Oder ähnliches. Schwächekopf. Ich weiß, was kommt. Oh mein Gott. Jetzt schon? Will ich das jetzt schon? Wenn ich das will, dann will ich erst menschlich werden. Und ich bräuchte eigentlich noch ein Leuchtfeuer. Und ich bräuchte noch Onifex. Denn Schwächekopf heißt für mich spontan,
Da kommt die nächste große Seele. Den habe ich gesehen. Und große Seelen will ich eigentlich gerade eher weniger. Kann man da echt rüber? Nee. Ich will eigentlich ein Leuchtfeuer, um in Ruhe jederzeit hierher zu können. Weil das letzte Leuchtfeuer, was wir hatten, war auf der anderen Seite vom von der Bucht. Also wirklich ganz am Anfang vom Gebiet war das letzte Leuchtfeuer. Das kann ja nicht sein, dass da noch irgendwie, dass da kein Leuchtfeuer kommt zwischendrin. Meiner Meinung nach. Ich möchte den Gegner noch nicht. Weil ich glaube, es gibt auch keinen gescheiten Rückweg. Außer über einen Heimatknochen mal wieder. Und wenn ich den jetzt verwenden würde, das wäre nicht das Richtige, finde ich. Habe ich meinen... Ja, ich habe meinen Ring. Wobei es geil aussieht, eine Nebelwand von oben zu sehen. Ah ne, ich muss hier lang. Ach, darüber vielleicht. Was haben wir denn da noch? Kein Weg. Hier ist nichts. Gut, das heißt, es muss da lang gehen. Wenn ich irgendwie einen Rückweg finde, dann da. Aber die einzige Stelle, wo sich irgendwie was anbietet, ist entweder eine versteckte Wand oder der Sprung. Da kann man nicht landen. Ach komm, ich möchte jetzt keinen Heimatknochen verwenden. Das letzte Leuchtfeuer ist so weit weg, da muss ich das ganze Gebiet nochmal machen. Darauf habe ich ehrlich gesagt erstmal keinen Bock. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich den Boss allein versuche. Wir haben 9 Flakons. Unsere Waffenhaltbarkeit ist jetzt nicht so schlecht. Also auch das Großschwert ist vollkommen da. Fast vollkommen. Ich mache mal ein Menschenbild. Und gucken wir mal, ob hier in dem Raum Rufsymbole sind. Da ist eins. Wessen Rufsymbol ist das? Spieler oder NPC? Ascheritter Boyd. Das scheint ein NPC zu sein. Das hier ist ein Spieler. Lind. Moment, Lind kennen wir schon. Gut, dann ist es entschieden. Wir versuchen zusammen mit Lind Oh mein Gott. Ich würde dem jetzt gern die Frage stellen, wo ist Leuchtfeuer, aber das geht leider nicht in dem Spiel. Okay, da heilt sich nochmal voll. Und eine Videosequenz beginnt. Und ja, in dem Kampf erwarten uns viele, viele Spinnen. Die werden auch die ganze Zeit angreifen. Aber unser eigentlicher Gegner ist das da. Nee, das da. Eine verdammt große Spinne. Die nur am Kopf verwundbar ist. Deswegen der textuelle Hinweis vorhin. Und das Problem ist, die Köpfe kann man abschlagen, wenn man genug Schaden macht. Und dann kann man gar keinen Schaden mehr machen. Ich halte mal erst ein bisschen Abstand. Ich weiß nicht, ob die Spinnen unendlich respawnen. Auf jeden Fall will ich denen eigentlich nicht meinen Rücken zudrehen, weil ich ja dann nicht mehr blocken kann. Autsch. Freya, die Liebste des Herzogs. Ja, das ist ein etwas anderer Kampf. Ich mach mal Finsternis auf meine Waffe. Und heil mich. Jawohl. Schaut euch das an, wie Lind einfach Schaden kriegt ohne Ende.
Okay, wir sind gestaggert. Haben wir den Schaden machen können? Da wurden wir getroffen. Ich versuche jetzt einfach nur irgendwie mal rein, ein bisschen Schaden zu machen und wieder weg und dann Heilung. Vielleicht macht Linz gleiche, dann gewinnen wir das. Was kommt? Ah. Okay, dieser Stampfangriff haut uns auch blockend komplett weg. Es gibt einen Vorteil, wenn man den Kopf abschlägt, was dann passiert. Und zwar, der Kopf fliegt durch die Arena, kann durch die Arena rollen. Und die kleinen Spinnen rennen davor weg. Ja, der trifft mich irgendwie jedes Mal, der Angriff. Oh Gott. Ich muss weg. Ja, das war sehr knapp. Okay, Lind macht ein bisschen Schaden. Oh, 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 oh. Was war das? Achso, ein Charge gegen Lind. Unsere Finsternis ist weg. Und der Kopf ist abgefallen. Jetzt muss der andere Kopf dran glauben. Genau so. War's das? Okay, wir haben Freya besiegt. Jetzt kriegen wir noch diese kleinen Spinnen hier. Und sammeln diese rote Seele ein. Ganz, ganz wichtig. So, weil hier ist die Seele, die wir von Freya bekommen, nicht die Boss-Seele. Sondern die rote, die da rumlag, war die Boss-Seele. Hier ist der Kopf, von dem ich erzählt habe. So, ist natürlich schön, dass wir jetzt Freya besiegt haben, aber wir haben Ornifex noch nicht und wir haben in Zeldora irgendwie noch kein zweites Leuchtfeuer. Drittes? Drittes. Und es muss es auf jeden Fall geben. Privatgemächer des Fürsten. Oh. Okay. Lichtsteinschlüssel, Duftzweig, Finsterquarzring. Lichtsteinschlüssel, das ist wahrscheinlich der Schlüssel für hier, ja, für Lichtsteinbruch Zeldora, für die verschlossenen Türen, die wir schon kennen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier das große Feuer umarmen und das alte Feuer umarmen. Entzünden, Urleuchtfeuer. Und reisen nach Majula. Ich hoffe, es verurteilt mich niemand, dass ich in der Zwischenzeit für fast jeden Boss irgendwelche Helfer mitnehme. Ich finde es schade, dass ich keinen NPC gefunden habe. Ich glaube, bei Freya hätte ich auch noch mehr NPCs haben können. Die hat immer noch nicht mehr. Blöd. Was kann ich denn bei dir verstärken? Hahaha. Ha, ha, ha. Ha. Wir haben den Waffe maximal aufgerüstet. Muhaha. Muhahaha. Sehr, sehr geil. Wo ist das Heideschwert? Da. Das können wir nicht weiter aufrüsten. Okay, wir haben eine Waffe maximal aufgerüstet. Jetzt haben wir ein Großschwert plus 10. Was mit S aufs Stärke skaliert, was derzeit unser Hauptattribut ist. Oh, Verbindung zu Steam verloren. Wir können jetzt unsere Stärke weiter erhöhen und mehr Schaden bekommen. Ich glaube, jeder Punkt Stärke skaliert jetzt ein, also macht jetzt einen Punkt, also es macht 1 zu 1, das will ich eigentlich sagen. Ist auf jeden Fall cool, aber ich möchte meine Belastung ändern. Und möchte jetzt nochmal nach Zeldora reisen, an dieses Anfangsgebiet. Also an den, an das letzte Leuchtfeuer, was wir hatten. Und mal schauen, ob wir mehr Leuchtfeuer oder mehr
Sachen finden. Also hier, man sieht es, das ist diese Kristalleidechse, die wir schon gesehen haben. Hatten wir? Ich weiß es gerade nicht. Auch wenn wir jetzt ein plus 10 Schwert haben, ich finde gerade wieder das, die andere Kombination ist ein bisschen praktischer, weil wir Fernkampf brauchen. Und im Fernkampf, mit dem Bogen, sind die beiden kleineren Waffen einfach besser. Ah, man kann doch durchschießen. Ich dachte gerade, kann man da nicht durchschießen? Hä? So, die Gegner will man früh töten, weil die können Fernkampf, wie gesagt. Und alles, was Fernkampf macht, ist doof, außer es sind wir selbst. So. Und das Viech da oben. Die Spinnen geben ganz gut Seelen. Muss man ja echt sagen. Dafür, dass sie recht schnell sterben. Aber gut, die machen auch. Die machen verdammt viel Schaden, wenn sie treffen. Dürfen sie einfach nicht treffen, würde ich sagen. So, dunkle Pastillen. Okay, wo waren wir denn noch nicht? Was liegt denn da unten in der Mitte für ein Item? Interessant. Habe ich da irgendeinen Gegner hingeschossen? Ah, ich kann ja nochmal was versuchen. Wo rennen die hin? Was ein Scheißviech. So. Den Gegner töten. Cyber nehmen. Ach, da waren wir noch gar nicht. Gut, da hätte ich jetzt irgendwie erwartet, dass es einstürzt. Aber da ist eine Spinne drunter. Ah, man sieht ja nicht mal, dass die Gegner auch zurückschießen. Und die, wenn die treffen, und die treffen, dann machen sie auf jeden Fall Schaden. Also ich kann die Angriffe gerade nicht blocken, deswegen muss ich jetzt den Gegner schnell töten. Fuck. Okay. Waffen wechseln und blocken. Das sind, glaube ich, Zielsuchschüsse, wenn ich es richtig sehe. Deswegen war das ein bisschen Angriff fressen und hoffen, dass man überlebt. Dann töte ich die Spinne. Da ist noch ein Item. Wie komme ich denn da hin? Dieses Gebiet ist so unübersichtlich. Waren wir hier überhaupt schon mal da ganz unten? Ich glaube nicht. Da ist ein Leuchtfeuer. Ich sehe ein Leuchtfeuer. Fossiler Drachenknochen, sehr cool. Und da kommen ein paar Spinnen an. Die jetzt anders sein sollen. Natürlich kommen uns Spinnen entgegen. Wir können selber nicht da hoch, aber die Spinnen kommen runter. Okay. Da geht's irgendwie rein, da komme ich aber nicht mehr hin. Da bin ich zu weit unten. Da ist vielleicht eine Leiter. Ne, da ist keine Leiter. So, in das Loch möchte ich natürlich, wie soll es anders sein, nicht reinfallen. Angegriffen. Ich wechsle mal aufs Schwert. Und mich interessiert gerade, was diese rote Echse da hinten ist. Da ist eine rote Kristallechse. Autsch, das ist eine Falle. Okay, das habe ich nicht gewusst. Gut, ich bin jetzt auch den Part, weil ich wieder sehr im Überziehen bin, aber ich wollte halt noch sehen, ob die Gegend wirklich was Neues ist. Und ja, das ist was Neues. Und ja, da wollen wir hin. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal, einen schönen Abend noch und tschüss, gelobt sei das Feuer.